It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. Hallo, wir sind gerade in Lukis Schule, gerade reingerannt, es regnet, Hunde und Katzen. Der Luki hat jetzt gleich eine Aufführung, eine Weihnachtsaufführung. Und ich wollte euch noch ganz kurz begrüßen zu diesem Vlog. Oh mein Gott, ich bin total aufgeregt. Wie alle Mamas wahrscheinlich, wenn das eigene Kind eine Aufführung hat. Und ich sehe aus wie Lumpi gerade. Nur am Rennen. Müssen wir da lang, Lassie? Ich glaube schon. Können wir auch lang. Okay, dann bis später. Viel Spaß bei diesem Video. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I win. Gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Schande über mein Haupt. Aber wir waren erst um 8:30 zu Hause und ja, wie es dann halt immer so ist, ne? Jedenfalls war das eine richtig, richtig schöne Weihnachtsfeier. Wir hatten total viel Spaß. Es war für mich natürlich wieder sehr emotional. Der Luki hatte ja einen Auftritt. Das Blöde ist dann immer, dass ich ihn kaum sehe, weil die mit ihrem Instrument, das ist ja so ein riesiges Instrument, ganz hinten sitzen und die Bühne quasi nicht ja, so Sitzplätze nach oben hat, sodass die weiter unten sitzen und man sie dann nicht sieht, weil ganz viele andere Kinder natürlich vorne sitzen. Mein Gott, was für ein Deutsch, was für eine Erklärung. Jedenfalls habt ihr ja gesehen, dass der David da war. Der ist ja total bekannt und berühmt durch The Voice of Germany. Der hat auch echt einen krassen Platz belegt. Und da hinten ist jetzt auch der Lassie. Also auf jeden Fall ist der David richtig cool gewesen. Eine richtig schöne Stimme. Der hat mit den Kindern fleißig geübt und dann haben die ja einen Auftritt gehabt und es war so schön. Oh mein, der hat so eine geile Stimme und der war total sympathisch, voll nett. Ich habe mir dann gleich vor die Kamera geholt, ne, habe gesagt, hier, warum war ich nicht mit dir auf der Bühne und habe das Lied von Lionel Richie gesungen, ne? We are the world, we are the children. Ihr kennt das Lied mit Sicherheit mit Michael Jackson und immer wenn ich dieses Lied höre, oh mein Gott, es ist so, so schön. Ich liebe es. So viel zur Weihnachtsfeier. Ansonsten könnt ihr sehen, dass mein Tisch total belagert ist. Oh mein Gott, OMG. Hier stehen oder liegen die ganzen Geschenke noch rum, die ich einpacken muss. Ich habe euch ja ein Geschenketipp-Video abgedreht und ja, jetzt muss ich mich mal hier an die Arbeit machen. Hier noch diese Geschichte, das hatte ich euch auch erzählt, und zwar diese Wunschbecher hier von Leonardo, da kostet ja 4,95 €. Ich habe für euch noch den Rabattcode, den könnt ihr noch abziehen und dann habt ihr wirklich ein richtig cooles Geschenk. Wenn ihr nicht so viel ausgeben wollt, habe ich euch auch erzählt. Ich werde das Ganze noch schön drapieren hier mit Süßigkeiten und am Ende soll das Ganze so aussehen und davon werde ich 10 Stück machen. Habe ich euch erzählt, wer das bekommt, unter anderem die Postbotin und so weiter und eben Menschen, mit denen ich arbeite, jeden Tag. Da hinten haben wir noch ein richtig schönes Paketchen, das hat mich erreicht und zwar ist das von meiner liebsten Lieblingssteffi. Schaut mal, oh mein Gott, ich freue mich und sie hat gesagt, Heidi, pass bitte auf, dass nichts drauf fällt. Also gut, schaut auf jeden Fall mal bei meiner liebsten Lieblingssteffi vorbei. Ich blende euch mal hier den Kanal ein, beziehungsweise verlinken euch unten in der Infobox. Ansonsten habe ich hier noch Nintendo-Geschichte. Ich darf einen Nintendo 3DS verlosen. Und ich muss jetzt echt Gas geben, weil es hier echt aussieht. Ansonsten habe ich jetzt hier noch ein Paketchen. Und zwar darf die Bella Leckerlis testen. Was auch richtig cool ist. Und zwar hatten wir die auch schon in einer Goodie-Bag. Wir waren ja bei einer Eröffnung, einem Pre-Opening in Oberursel war das, glaube ich.
Also bei Frankfurt, und da waren auch diese Leckerlis von dieser Marke drinnen, Tales and Tales. Ich habe zugesagt, dass die Bella das gerne testen möchte. Ich bekomme dafür kein Geld, nur zur Info. Ich verlinke euch aber trotzdem mal was unten in der Infobox. Und zwar haben die eine richtig coole Kampagne im Moment, die sich nennt Crowdfunding. Kampagne. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Jedenfalls ist es wahrscheinlich interessant für alle die, die auch Haustiere haben. Ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten habe ich jetzt hier noch ein paar Leckerlis. Die Bella hat nämlich eine Augenentzündung. Ich war in der Apotheke und habe dieses hier gekauft. Knapp 5 Euro habe ich dafür bezahlt. Und immer, wenn sie ganz tapfer ist und das ins Auge bekommt, bekommt sie Leckerlis, weil sie das so toll macht. Ja, so viel dazu. Ansonsten gibt es noch was Neues. Und zwar hat sich unser Kühlschrank verabschiedet. Beziehungsweise unser Gefrierkühlschrank. Also dieses Teil nebendran, was richtig ärgerlich ist. Ich habe den Handwerker schon angerufen. Das war ja klar, ne? So kurz vor Weihnachten. Jedenfalls wissen wir nicht, wann er vorbeikommt. 180 Euro kostet das Ganze. Und das ist halt blöd, weil wir immer noch nicht wissen, ob wir nach Italien fahren. Und es wäre natürlich blöd, wenn wir in Italien sind, der Handwerker noch nicht da war und die ganze Suppe rausläuft. Da liegt übrigens auch ein großes Handtuch. Schaut mal. Ja, weil morgens, wenn wir aufstehen, liegt da die ganze Brühe. Ne? Das Ding macht ja eigentlich auch Eiswürfel und ich kann den separat nicht abschalten. Ja, so viel Glück kann wieder nur ich haben. Jedenfalls wollte ich euch noch ganz kurz was zeigen, und zwar wegen unserem Leuchtobjekt da oben. Ne? Das ist so lustig, da kamen jetzt die Tage die Rechnung und mein Mann hat mich wieder total veräppelt. Ja? Er so, oh mein Gott. Kennt ihr diesen Emoji, der so die Augen aufreißt, ne? So als er die Rechnung aufmacht? Ich meine, ich habe ja schon ungefähr gewusst, was auf mich zukommt. Ne? Und er so, ja, mit dem Geld hätte man ja in Urlaub fahren können. Scherz, also der übertreibt es immer voll. Ne? Also ich wusste ja, dass das jetzt nicht so unbedingt günstig wird, aber ich liebe es, dieses Teilchen da oben. Und jetzt kann ich mich doch nicht um dieses Chaos hier kümmern, denn ich habe keine Glassichtsfolie mehr. Die hier, die brauche ich ja, um diese Paketchen hier zu machen. Und ich habe gerade noch einen Anruf bekommen, dass ich noch mal kurz in die Stadt muss. Also mal sehen, wann ich das mache. Jedenfalls möchte der Alessandro später noch Plätzchen backen und er muss noch was malen für die Schule. Das machen wir dann auch noch. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so passiert im Video. Also bis später. Ach, und noch was ganz kurz. Das habe ich mir jetzt auch noch schnell angezogen. Mein neues Armband von meiner Freundin oder Armreif von meiner Freundin Mayra. Den hatte ich nämlich auch in der Post. Jetzt kommt es gar nicht so richtig schön rüber in der Kamera. Auf jeden Fall funkelt es und glitzert es total. Falls ihr auch noch sowas sucht, dann könnt ihr gerne mal bei der Mayra im Online-Shop vorbeischauen. Wie gesagt, es ist meine Freundin und ja, ich liebe ihn. Und jetzt geht es aber wirklich erstmal in die Stadt. So, da sind wir. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, Glassichtsfolie. Ich habe jetzt einen Lassie mitgenommen, weil ich hier den Termin habe. Ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu kommen werde, diese Teile einzupacken. Ich muss ja dann auch noch ins Büro. Wir werden es sehen. Der Lassie schaut nämlich jetzt hier noch schnell nach seiner Drohne. Ja. Yay! Wir haben eine Drohne gefunden. Tada! Ist gar nicht so einfach. Was meinst du, Lassie? Das ist halt die einzige... Die einigermaßen was aussieht. 1080p. Okay, zeig mal die andere. Ja, die ist halt voll süß, ne? So, ja, so klein. 120p. Was kostet die? 249. Die da kostet 3,99. Oh mein Gott. Die kostet 99, ne? Ja. Hey. Ja, fein. Ich filme dich heimlich, Max. Echt? Vielleicht kommt auch ein. Fällt nicht auf, oder? Gut, ne? Ist top. Wir sind fertig. Und jetzt werden sie noch schön auf unsere Etagere drapiert. Soll ich dir rüberreichen, Lassie? Musst du nicht. Okay. Oh, die sehen so lecker aus. Ich wollte welche. Auch. Ja, die sind auch echt lecker. Ich wollte welche
auf denen nicht so viel Zeug ist. Da hat Alessandro sehr gut gemeint. Und die hier auch. Und ich wollte auch noch welche, die eben nicht so voll sind. Mmh, das sieht echt lecker aus, Lassie. Mmh. Freue ich mich. Wir sind wieder zu Hause. Und es ist dunkel. Ja, okay. Wie es halt immer so ist im Winter, ne? Also auf jeden Fall habe ich jetzt hier mal die Geschenke hingelegt von meiner liebsten Lieblingssteffi. Und wir haben Großeinkauf gemacht bei Real. Und ich habe noch diese DVD mitgenommen. Nee, bei Rewe waren wir. Bei Rewe waren wir diesmal, genau. Und den kennen bestimmt alle. Alle kennen den. PS, ich liebe dich. Ich kenne den auch schon, aber ich möchte den heute Abend nochmal gucken. Wir haben zwar, wie heißt denn das alles, was wir haben? Sky und was weiß ich für Programme. Ich kenne mich da null aus. Und ich wünsche mir aber jetzt trotzdem den Film zu schauen und deshalb habe ich ihn gekauft. Ich habe jetzt hier auch schon das Adventsgesteck-Dingens da angemacht und jetzt machen wir es uns hier gleich gemütlich. Es wird noch ein bisschen dauern, ich mache noch Abendbrot und dann warte ich, bis mein Mann kommt, damit wir uns den Film angucken können. Ich habe es ihm schon gesagt am Telefon und er so, ja, ich freue mich. Nicht. Da muss er heute Abend durch. Und hier ist übrigens auch noch das Teilchen, das ich gemacht habe. Habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Vlog gezeigt, ne? Kann das sein? Wartet mal, ich tue das davor noch weg. So, und das liegt hier auch nur, weil ich so Close-Ups machen musste. Das liegt normal nicht hier drauf. Jo, das finde ich voll süß. Naja, jedenfalls wurde der Kauf der Glassichtsfolie doch ein Großeinkauf. Aber es ist bei uns mit 6 Personen auch irgendwie normal. Wir brauchen halt nur mal einen vollen Kühlschrank. Ja, und ich bereite jetzt, wie gesagt, Abendessen vor. Ich werde es jetzt nicht mehr schaffen, die Geschenke zusammen mit euch zu verpacken. Das wollte ich aber doch ganz gerne machen. Mache ich auch noch im nächsten Vlog. Denn mich hat gestern ein bisschen was beschäftigt, ein Kommentar. Das wollte ich nochmal so ein bisschen mit euch besprechen. Mache ich dann aber, wie gesagt, gerne im nächsten Vlog. Jetzt verabschiede ich mich mal von euch an dieser Stelle. Heute Abend, weil ich jetzt Abendbrot zubereite für meine Mäuse. Und ich hoffe, dass euch dieser kleine Vlog gefallen hat, dass ich euch wieder mitgenommen habe. Wartet mal, ihr seht mich gar nicht richtig. So, jetzt ist besser. Ja, ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat, wie gesagt. Und abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!